Das Oysterband, auch das Oysterband hat Nummern. Ja, und das ist viel leichter als das heutige. Gell? So ist es, das ist auch eine ganz andere Schließe noch. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, bevor wir starten, schaut auf Instagram vorbei, MaxOBNY heißt es da. Hier kommen immer wieder Little Stories und Fotos, also auf alle Fälle abchecken. Leute, was geht ab? Endlich ist es wieder soweit. Es war wirklich sehr, sehr ruhig um die Person Maximilian, um meine Person, was das Thema Fakes betrifft. Hier wurden anscheinend viel zu wenig Fakes in letzter Zeit exposed. Es war schon richtig langweilig, würde ich fast sagen. Aber nun ist es wieder soweit. Und es kommt auf uns zu wie eine Bombe. Wie eine Bombe. Eine Bombe. Die Rolex von Maximilian ist fake. Das ist der neueste Shitstorm. Meine Rolex ist fake. Das geht momentan im Internet herum. Hier gibt es wieder kleine Knechte, die sich auf diesen Zug schmeißen und gegen Maximilian shooten. Das sind wir natürlich gewohnt als Maximilian Army. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich mega über diese Nachricht gefreut. Meine Uhr ist fake. Mit Wehmut habe ich beobachtet, wie Videos mit Fake Rolex beim Juwelier von Kilian Jonas und selbes Videothema bei mir so richtig durch die Decke gegangen sind mit 300.000 Klicks. Und jetzt ist der Moment, jetzt mache ich einfach das Gleiche. Meine Rolex wurde als Fake enttarnt und dementsprechend bin ich jetzt am Weg zum Juwelier. Aber ich nehme natürlich zusätzlich noch mit mein Rolex-Täschchen und meine Rolex-Box. In dieser Box kam die Uhr. Das nehmen wir alles mit. Machen uns jetzt gleich mit dem Uber direkt auf den Weg in den Rich Kid Bezirk, in den ersten Bezirk hier in Wien. Gehen zu einem Juwelier, der solche Uhren natürlich auch verkauft, weil wir brauchen ja jemanden, der sich auskennt. Und wir werden mal sehen, ob der Juwelier erkennt, dass diese Uhr fake ist. Gar nicht mehr länger quatschen. Los geht's. Dankeschön. Wiedersehen. So, Freunde. Ankunft im ersten Bezirk. Glaubt ihr, ich habe weitaus Besseres zu tun, als bei diesem Dreckswetter jetzt zum Juwelier zu gehen. Vor allem, wenn ich eh schon das Ergebnis weiß. Aber völlig irrelevant. Ich mache es natürlich für euch. Leute, ich bin aktuell extrem im Hustle-Mode. Ich habe das fetteste Projekt ever am Stissel. Also ich bin momentan echt nur in der Vorbereitung, im Hustlen, ständig auf Terminen, um das Projekt umzusetzen. Ich kann euch natürlich noch nichts davon erzählen. Ihr kennt das natürlich, solange nichts spruchreif ist, mache ich auch noch nicht den Mund auf. Dementsprechend seid auf alle Fälle noch gespannt. Leute, wir werden jetzt direkt zu dem Juwelier gehen, wo ich auch letztes Mal meine Uhr serviciert habe. Also für alle, die es nicht wissen, eine Rolex muss alle 5 Jahre mal zum Juwelier, Minimum alle 5 Jahre. Und das kostet halt dann schon auch mal 500 Euro. Also das auf jeden Fall einplanen. Aber dadurch, dass meine Uhr ja eine Fake-Rolex ist, habe ich keine 500 Euro, sondern nur 50 Cent bezahlt. Das war natürlich praktisch. Wir müssen jetzt, glaube ich, nur ein paar Meter gehen. Da vorne ist er schon, der Hübner, hier direkt am Graben. Also da vorne ist der Stephansplatz. Also wenn ihr hier lebt, dann habt ihr es geschafft. Die ist einzigartig, diese Nummer. Die kann man eigentlich gar nicht faken. T970727. Das ist die individuelle Nummer, die gibt es immer nur einmal. Mhm. Das ist die Gehäusenummer. Okay. Und genau diese Nummer hast du dann in dem Schein eingestanzt. Ja. Ja? Und auf der 12er Seite hast du dann die Referenz der Uhr. Da unten ist die Referenz. Das ist natürlich ein bisschen zerkratzt, weil die Uhr ist zwischen 25 und 30 Jahre alt. Ja, das sieht man dann auch an den Zahlen. Ja, natürlich. Genau, verschiedene Merkmale. Das ist ja eine GMT Master. So ist es. Und das Band ist auch original. Das ist das damalige Band aus der Zeit. Das ist das Oysterband. Auch das Oysterband hat Nummern. Ja. Und das ist viel leichter als das heutige. Gell? So ist es. Das ist auch eine ganz andere Schließe noch. Ist auch, ja, da sieht man es. Auch viel angenehmer zum Tragen, finde ich. Genau. Ja, sehr gut. Danke vielmals. Bitte. Gut, drinnen durfte ich aus Sicherheitsgründen nicht filmen und auch der Juwelier wollte nicht gefilmt werden. Wundert mich nicht. Also ich frage mich, wie die anderen YouTuber das gemacht haben, aber völlig irrelevant. Das Endergebnis war natürlich ein eindeutiges. Ich habe jetzt noch mit der Nummer konnte eine Nachforschung angestellt werden, wann die Uhr verkauft wurde und das war am 16.07.1997, das heißt schon eine ganze Weile her. Ja, somit haben wir das klare Endergebnis. Für mich natürlich keine große Überraschung, ich weiß, wo die Uhr herkommt und ich habe zu Hause das Echtheitszertifikat liegen, aber
solche Anschuldigungen nehme ich natürlich ernst und dementsprechend gibt es dieses Video. Hallo, servus. Max. Jawohl. Herr Uberfahrer, nicht wundern, ich musste mal kurz wen auseinandernehmen. Lüders haben kurze Beine, wobei Lügner haben kurze Beine. Ist ja wurscht, das kommt eh aufs Gleiche, oder? Lieber Fipsi-Maus, für mich bist du so ein bisschen der Jo-Olli unter den Fashion-YouTubern, aber nicht deswegen, weil du auf kleine Kinder stehst, sondern ich glaube, mit deiner Körpergröße zählt Selbstbefriedigung da eigentlich schon als Kinderschänden? Ah. So, back im Headquarter. Lieber Philipp, ich nehme meinen Diss zurück. Das war kindisch, verletzend und unangebracht. Das habe ich nicht notwendig. Dementsprechend, es tut mir leid, was ich da gesagt habe. Aber, schau, du kannst mich schlecht im Internet darstellen. Du kannst Rufmord betreiben. Du kannst mich als rechtsradikal oder rassistisch darstellen. Du kannst über meine Track schimpfen. Du kannst über meine Modemarke schimpfen. Aber wenn es dann an meine Rolex geht, da bin ich etwas hagelig, denn meine Rolex ist nicht zum Flexen da, sondern das ist das Letzte, was mir mein Großvater hinterlassen hat und dementsprechend reagiere ich da etwas emotional, weil das für mich ein ganz besonderes Stück ist. Und natürlich kannst du das nicht wissen, dementsprechend werde ich dich hier auch nicht sinnlos beleidigen, sondern ich gehe vielmehr in eine andere Richtung und möchte vielleicht etwas mit auf den Weg geben. Jeder hat in seinem Leben so sein Paket zu tragen. Jeder Mensch empfindet eine Minderwertigkeit. Manche mehr, manche weniger. Aber dein Minderwertigkeitsgefühl ist so unfassbar präsent, dass du einfach nicht damit klarkommst. Es ist schon klar und es ist mir auch bewusst, dass es schwierig ist, wenn man mit einer Körpergröße von 1,50 durchs Leben wandelt. Ja, es ist scheiße. Jede zweite Person sieht auf einen herab, man muss immer zu allen aufschauen, man empfindet vielleicht auch eine Minimierung im eigenen Selbstwert, wenn es um die Männlichkeit geht. Als Mann möchte man doch eher ein Beschützer sein und das geht halt nur bei Frauen unter 1,50 und nicht alle sind so klein. Wo wir zum nächsten Thema kommen, ist natürlich auch schwierig, Frauen zu finden, wenn jeder zweite einfach einen Kopf größer ist. Dann ist das für die natürlich nicht sonderlich sexy, vor allem wenn die dann hohe Schuhe anhaben. Also als kleiner Mensch kann ich mir vorstellen, dass man es im Leben nicht einfach hat, aber du musst das einfach kompensieren und versuchen, das irgendwie anderweitig auszuleben. Wenn du so einen geringen Selbstwert hast, dass du das ständige Verlangen hast, irgendwie andere zu niederzumachen, zu rekreditieren und sie herabzusetzen auf deine Minderwertigkeit, nur um deinen eigenen Selbstwert zu pushen, dann ist das der falsche Weg und das wird dich auf Dauer einfach nicht glücklich machen. Auch wenn du dir besonders viele teure Dinge kaufst und dann versuchst, irgendwie deine Person mit teuren Marken zu schmücken, um irgendwie besser anzukommen, ja, das funktioniert vielleicht hinter der Kamera, aber wenn man dich dann in Persona trifft und einmal den kleinen Chihuahua sieht, der sonst immer große Töne spuckt und der dann auf Knöchelhöhe zum Keifen beginnt, kann man dich halt nicht mehr ernst nehmen. Deswegen versuch irgendwie andere Dinge im Leben zu finden, die dich glücklich machen. Es gibt so viele kleine Menschen, die das kompensieren konnten. Tom Cruise ist ein wunderbarer Schauspieler geworden. Napoleon hat seine Minderwertigkeitskomplexe im Führungsstil ausgelebt. Vielleicht schaffst du das ja mit deinem Fashion-YouTube. Die moderatorischen Fähigkeiten hättest du da ja dazu. Und vielleicht hörst mal auf. Dreh ruhig weiter Videos über mich. Mich freut es, dass ich so einen tollen Zweitkanal habe, der wirklich immer wieder mal gute Videos abwirft, die auch Klicks haben. Ja, also sobald ein Video über mich kommt, sind das 15 bis 25, 30.000 Klicks, was Bombe ist. Wenn man sich die anderen Videos ansieht, bei 1.300 oder 500 Klicks. Okay, ich will dir ja jetzt nicht deine Irrelevanz vorwerfen, sondern ich möchte einfach diese Sache mit auf den Weg geben. Und damit bin ich schon fertig mit meinem Fipsi-Maus-Monolog. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch unterhalten hat, dann lasst auf alle Fälle ein Like da. Schaut auf Max OBM vorbei, hier gibt es immer wieder Insta-Stories und Postings aus meinem Leben, die angeblich ganz witzig sind. Dementsprechend schaut da vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen, schreibt mir eure Meinung noch in die Kommentare. Sorry für das Clickbait, das war hier natürlich Satire. Dementsprechend hoffe ich trotzdem, es hat euch unterhalten. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, das war's von mir, euer Maximilian. Du Hure!